Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Rutgers and Resources Soviet Republic. Mein Name ist Ed, ich begrüße dich ganz herzlich. Schön, dass du den Weg hierher gefunden hast, das freut mich doch ganz besonders. Und wie immer gilt natürlich, willst du nichts mehr verpassen, Abo da lassen, Glocke aktivieren, gerne kommentieren und natürlich liken. Was das Zeug hält, ist ja wohl logisch. So, meine Freunde, beim letzten Mal haben wir uns hier um diese Stadt hier weiter gekümmert. Heute gehen wir da auch nochmal ran. Vielleicht nicht so ganz, wie wir es sonst immer machen, in der Länge. Vielleicht machen wir noch zwischendurch was anderes. Mal gucken, wie die Zeit so läuft. Da bin ich mir nämlich noch nicht so ganz sicher, ob wir das alles so hingewurschtelt bekommen. Können wir dich hier... Nee, schade. Der wäre idealer Lückenbüßer gewesen, ne? Wenn man ihn hier so zwischenklemmen könnte. Aber hier geht was. Da geht was. Dann nehmen wir den doch hier nochmal hin. Richten den nochmal aus. So, weil das ja eh hier Industrie ist, spielt es keine Rolle. So, holen wir uns mal ein paar... Busse. Genau, holen wir uns mal ein paar Busse. Okay, die haben immer noch nichts Vernünftiges. Busse, Kapazität. 105. Ist ordentlich. Nehmen wir mal 6 Stück. Du da. Und du dann, wo ist denn der Teil jetzt? Hier hin. So, okay, das machen wir mit 3 Bussen. Wo bist du denn? Da hinten, ne? Okay, 3 Busse. 1, 2. So, ihr habt nämlich einen neuen, ihr habt einen ganz anderen Weg. Ihr habt den Weg und sollt den Weg nehmen. So, okay, probiert's mal. Raus, raus, raus. Alle raus, raus. Fahrt, fahrt, was das Zeug hält. Gebt Gas, verteilt unsere Leute. Die müssen noch mehr durch die Gegend geeiert werden. Damit wir hier Gas geben können. So, dann machen wir jetzt das Thema mit der Heizung nochmal auf die Schnelle. Damit wir das auch hinter uns haben. Dieses elendige Thema. So, warte. 1, 2, 3. Geht nicht. Mehr tiefer, tiefer. Okay, der ist angeschlossen. Selbe Spielchen machen wir hier auch. Na? Okay. Ziehen wir hier mitten durch. Okay, auch das ist angeschlossen. Also ich hoffe, dass es reicht. Wenn nicht, müssen wir nochmal nachlegen. Sieht's ja aus. Gar nicht mal so schlecht. Kultur ist noch ein bisschen mies. Universität ist das, was wir angehen machen wollen. Dann machen wir aber das auf der anderen Seite. Denn jetzt müssen wir nochmal für Nachschub sorgen. Sprich, wir bauen nochmal Häuser. Wohnen. Und ich finde diese, die finde ich irgendwie total geil hier. Ich weiß nicht wieso, ich finde die super. Die Starwiser. Deswegen bauen wir jetzt auch mal ein paar noch. Ich finde die mega gut, ey. Keine Ahnung, ich finde die richtig schick. Die sind richtig der Burner. Meiner Meinung nach. Die sind richtig super. Na, geht der da ran oder nicht? Okay. So. Das wird uns nochmal ein paar Einwohner bescheren. Ja, ohne Job. Ja, ja.
Ja, macht mal erstmal. Ihr habt einen Job, ihr könnt überall hingehen. Okay. Hm. Ah, okay, der ist nicht angeschlossen. Hm, der kommt bis dahin. Der kommt nicht bis da hinten hin. Ja doch, da kommt er nur. Naja, nee, der kommt noch nicht mal zum Kindergarten. Das ist ja hart. Okay, der kommt nicht zum Kindergarten. Wie sieht's mit dir hier aus? Okay, dann müssen wir vielleicht auch nochmal einen Kindergarten nachlegen. Vielleicht einen kleinen. Kinder. Kindergarten. Da ist doch. Haben wir dich hier reingequetscht? Ah, verdammt. Machen wir so einen hier rein. So, und vielleicht kriegen wir ja hier auch, wenn wir gerade dabei sind. Wie war das? Das war, glaube ich, der Eingang. Genau, das war der Eingang. Schon wieder hier, ich sehe schon wieder hier flackern. Frage ich mich natürlich, warum. Ja, das passt. Betrieb ohne Probleme. Aber ich glaube, irgendwann reicht auch das nicht mehr aus, ne? Das kann doch echt nicht wahr sein. Ja, das ist schon harter Tobak. 6, 7, 9, 13. Ja, da geht was, ne? Da müsste was gehen. Wie sieht's hier aus? Haben wir hier Leute da? Ja, immerhin 2, 3. Naja, also es funktioniert im Großen und Ganzen. Das ist ja nicht schlecht. Bis auf ein paar Kleinigkeiten. Aber was nicht funktioniert, ist das mit dem Strom hier. Und das macht mich langsam sauer. Das hier, ey, ich weiß nicht warum. Ich kann es nicht nachvollziehen. Echt nicht. Ich kann es nicht nachvollziehen. Stimmt, wir wollten ja noch was machen. Da war doch noch was. Wir wollten ja auf jeden Fall noch Universität bauen. Erstmal. Und dann vielleicht hier an der Küste auch noch weiterbauen. Vielleicht auch noch mit Attraktivität noch ein bisschen punkten und so weiter. Also mit, na, sag schon, mit Attraktionen und so weiter. So, Uni. 1,5, 1,8, 1,8. Ich gucke nach der höchsten Dings. hat bisher die meisten Zuspruch. ist zumindest nah dran. 6,1. 2,4, 3000. Ach, das sind diese Blöcke, ne? Die kann man miteinander kombinieren, genau. Das sind diese Kombi-Dinger. Boah. Ja, ich glaube, ich werde mir das einfach machen und hier diesen 1,5er nehmen. Das heißt, wir werden hier auch nochmal eine Straße bauen. Dann vielleicht sogar noch mit einer Straßenbahn arbeiten. Wer weiß. Ja, klar, das geht nicht, war ja klar. Aha. So, lass mal ganz kurz gucken. Drahtgitter.
Na, da kommen wir auch nicht rüber. Ja, ein bisschen unglücklich. Aber vielleicht mit einer Brücke, mit einer Auffahrt. Können wir da vielleicht noch was drehen. Nichtsdestotrotz, wir brauchen auf jeden Fall die Universität. Wo waren die denn jetzt? Dann können wir vielleicht mit einem Tunnel arbeiten, dass wir da rüber gehen. Müsste ja eigentlich auch machbar sein. Und zwar sagen, okay, wir bauen jetzt einen Tunnel. So, Underground. Dahin. Und jetzt brauchen wir noch ein Pedestrian. Okay, das ist der so. Ich muss mal gucken. Machen wir es doch so. Na. Ah, Underground. Zack. Dann passt der da unten drunter. Dann kommen wir auf die andere Seite. Dann passt das. Sehr praktisch mit den Tunneln. Politische Kommissare und Mitarbeiter. Alles klar, da brauchen wir noch ein bisschen was. Ah. Schade, kannst du auch nicht wegmachen. Schade. So, das muss sein. Alles zum Wohle der Nation. Okay, die sind relativ okay. Könnte noch besser sein. Okay, das ist in Ordnung. Bis auf die Kneipe. Nach Kneipe ist ja etwas, was ich nicht machen will. Weil, wenn die abhängig werden, das ist doof. Das sollte eigentlich klar sein. Aber dass wir hier noch nicht... Können wir denen nicht sagen, dass sie da hingehen sollen? Reicht nicht, okay. Dann geh da hin. Verteil dich, schleich dich. Arbeiter, naja, besser als nix. Also ich würde mir wünschen, dass da noch ein bisschen mehr passiert. Aber im Großen und Ganzen... gar nicht mal so verkehrt. So, wir haben 3,4 Millionen Dollar auf dem Konto. Das ist schon schön. Ja, das hier, das ist für mich ein Kuriosum. Wirklich ein Kuriosum. Das da irgendwie, keine Ahnung, also das ist echt komisch. Kraftwerk. Warte mal kurz. Haben wir hier auf den Ölfeldern ist hier noch was drauf? In die Richtung nicht. Also hier wäre frei. Da könnten wir gucken. Dass wir jetzt hier anfangen und... sagen, wir wollen hier nochmal ein Kraftwerk hinbauen. Nochmal eins, das ist Wahnsinn.
Es kann echt nicht sein, dass du so viel hier reinballern musst. Ja, aber siehst ja, ne? Es blinkt. Also ich kann mir nur vorstellen, dass es verbuggt ist. Aber wir kriegen das schon hin. 15, 15. Nuklear Free Energy. Da brauchen wir 25. Ja, okay. Kohle. 200 Megawatt. Bitumen Power Plant. 24 normale Arbeiter. Das ist ja kein Problem hier. Eigentlich. Ja, du gibst mir das und ich gebe dir volle Power. Wie wär's? Können wir uns darauf einigen? Ich ziehe dir nochmal weiter vor. So, dann bauen wir hier nochmal Bitumen-Dings hin. Was auch wieder unheimlich viel Money kostet. Dann gehen wir jetzt hier rüber, werden jetzt hier weitermachen. An unserer Geschichte mit dem Stahl. Da waren wir auch noch dabei. Mod. Ich weiß, da war was bei Mine. Ja. Ach, da brauchen wir auch wieder unheimlich viele Leute. Unheimlich viele Leute. 71%. 60%. 71%. Boah. 72%. Eieiei. Boah, alter Falter. Das ist schon eine harte Nummer hier. ...69% überschneidet sich aber etwas. Okay, wir lassen das mal. Zwei Stück muss erstmal reichen. Wir produzieren quasi direkt und ohne Umwege Stahl. Das ist schon ganz geil. Das finde ich schon nicht schlecht. Vielleicht können wir nur einen nach vorne ziehen. Ja. So, und jetzt mit der Brücke hier arbeiten. So, kohletechnisch, wie gesagt, sind wir jetzt auf dem grünen Ast. Da brauchen wir uns keinen Kopf mehr machen gerade. Das ist das Schöne. So, okay, dann haben wir das. Wie gesagt, wir werden jetzt hier, nächste Aktion, wir werden hier auch noch eine Stadt aufbauen müssen, weil sonst kommen wir hier nicht klar. Das ist echt unschön. Es ist einfach nur unschön. So, verbindungstechnisch. Ausgang der Seite. Okay, das heißt, wir könnten hier theoretisch ein Dings anbauen. Ein Lager und das dann abholen lassen oder exportieren, je nachdem. Gut, okay. Gut wäre natürlich wenn wir das hier irgendwie hinkriegen würden. Bahnhofstechnisch. Müssen wir gar nicht so lange Heckmeck machen müssen. Ah, shit. Genau verkehrt rum. Genau verkehrt rum.
komme damit immer irgendwie noch durcheinander. Denn das hier ist der Eingang. Das war der Ausgang. Quatsch. Da brauchen wir den. So, zack. Und der geht dann nach oben. Weil hier werden wir jetzt einen Bahnhof hinsetzen, zum Aussteigen. Sprich, eine Station. Und dann holen wir uns die Leute hier ran. Dingsbums, warte mal kurz, wo ist denn das? Wir brauchen hier mindestens 1000 Leute im Optimalfall, ne? Das heißt, da muss schon ein bisschen was passieren. 3,5. 4 Züge, ob wir die hier durchgepaukt kriegen? Ja gut, wir probieren's. Ja, zack. Bam. Bam. So, das fährt runter, fährt ihn hier hin. Dann werden wir das hier stehen lassen und die fahren dann hier halt hier hin. So. Dann nehmen wir das jetzt hier als Anhaltspunkt oder sowas. Dann wird es halt hier keine schöne Siedlung, dann wird es nur eine zweckmäßige Siedlung. Ah, zack. Ist auch nicht so weit, das müsste eigentlich reichen. Damit wir dieses elendige Stromproblem in den Griff kriegen. Ich kann es nicht verstehen, dass das so wegzieht. Das ist für mich echt nicht nachvollziehbar, wie gesagt. Das ist echt komisch. Mod. So, nochmal. Jetzt die Rail Station nehmen. Ausrichten. Bam, bam. Zack, bumm, passt, wackelt. Wie gesagt, ne, Rubel läuft, aber da geht noch mehr. Ne, da geht definitiv noch mehr. Aber, liebe Freunde, wie viel da noch mehr geht, das seht ihr erst im nächsten spannenden Part. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Hinterlasst ein Däumchen nach oben, wenn ihr mögt. Und bis dahin bin ich erstmal raus. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Ed von edgaming.tv. Bye, bye.